New Work wird unsere Arbeitswelt nachhaltig beeinflussen, und zwar in positiver Hinsicht. Beratung im Fokus. New Work ist nicht neu. New Work gibt es schon länger. Sie hat nur durch Corona die letzten 2 Jahre massiv an Bedeutung gewonnen. Wir haben im New Work auch eine Möglichkeit, uns neu selbst zu erfinden, dadurch die Flexibilität haben, wirklich mehr Persönliches reinzubringen in unsere Arbeitswelt. Ich glaube, wir müssen Kommunikation neu denken oder auch anders denken, weil Kommunikation wird nicht mehr so funktionieren, wie wir es bisher hatten. Es ist mehr in den Vordergrund gerückt und man hat gemerkt, es funktioniert. Das virtuelle Miteinander funktioniert. Jetzt müssen wir aber gucken, wie wir das ausprägen. Es ist eine gewisse Anforderung des Kunden, dass wir uns auf die Flughöhe des Kunden auch einstellen müssen, ohne jedoch die Kernelemente unserer Tätigkeit wie Lösungsorientierung, Kompetenz und die persönliche Unterstützung zu vernachlässigen. Ja, und was diese Veränderung betrifft, da sitzen wir beide, als Berater und als Kunde, im selben Boot. Ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir Kommunikation anders denken in Zukunft, neu denken. Das Althergebrachte, was wir hatten, ist nicht eins zu eins in die virtuelle Welt, nenne ich es einfach mal, transportierbar. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wir müssen umdenken, wir müssen überlegen, was können wir aus dieser Präsenzwelt mitnehmen in die virtuelle Welt und wie können wir die virtuelle Welt komplett neu gestalten. Wir haben neue Verhaltensregeln und die finde ich sehr spannend. Verhaltensregeln im Sinne, wie wir miteinander umgehen, in Diskussionen, in Meetings. Da gibt es die Verhaltensregel, dass wir zum Beispiel die Hand heben und einander ausreden lassen. Was ein ganz, ganz wirkungsvoller Faktor ist, wenn wir sprechen und nicht uns ins Wort fallen. Das ist, glaube ich, auch eine Restriktion, die uns die virtuelle Welt so ein bisschen mitgegeben hat. Dazu nutzen wir neue Techniken, wie zum Beispiel Mural, Shared Rooms oder auch Microsoft Teams. Beratung ist ein sehr intensives People-Business. Hierbei ist Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel und ein Erfolgsfaktor. Aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass der Kunde sich ja natürlich auch anpassen muss an diese neuen Arbeitsbedingungen und er hat bestimmte Voraussetzungen und Bedürfnisse zu kommunizieren. Ich glaube, wir müssen uns beide da auch gemeinsam hinsetzen und diese neue Kommunikation miteinander verhandeln. Das heißt, eine neue Struktur finden, wie wir miteinander kommunizieren. Könnte sein, dass wir uns mehr, auch stärker darauf beziehen, 1-zu-1 Gespräche zu suchen, einen Anruf zu tätigen, ein Ad-Hoc-Teams-Meeting zu etablieren, um uns wirklich auszutauschen. Ich glaube, da ist eine große Chance auch, dass die Frequenz der Kommunikation dadurch steigt. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, Networking oder das Netzwerken zu intensivieren und auszuprobieren, mit neuen Tools und Techniken zu agieren und das dann zu etablieren. New Work wird unsere Arbeitswelt nachhaltig beeinflussen und zwar in positiver Hinsicht. Wir bei Vision leben New Work und wir begleiten den Kunden auf unserem gemeinsamen Weg in die Zukunft.